Die SGD und deren Transfergerüchteküche sind absolut am Brodeln. Ich habe euch heute drei Transfers mitgebracht. Ein eventueller Bundesligaspieler für unsere Defensive, sowie ein alter Bekannter und auch mein Vorschlag für einen weiteren Offensivspieler, den wir auf jeden Fall sehr, sehr dringend gebrauchen können, Freunde. Es wird euch sehr spannend, also bleibt bis zum Ende dran. Unterstützt das Video gerne mit dem Däumchen nach oben und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Und wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, natürlich diesen Kanal einfach kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Wäre mega, mega Support für mich und diese Arbeit hier. Vielen Dank, Freunde. Sehr, sehr spannende drei Transfers und wir fangen direkt mal an mit dem ersten und der kommt von Mainz 05. Philipp Schulz ist in den letzten Tagen immer wieder mit das heißeste Gerücht rund um die SGD. Der 19-jährige Innenverteidiger, 1,88 groß, ist sehr, sehr stabil, ist zwar noch sehr jung, aber für dieses Alter schon relativ erfahren. Er spielt bei Mainz 05, beziehungsweise eher bei der Zweitbesetzung. Hatte schon den einen oder anderen Profi-Einsatz, aber ich würde noch nicht von einem erfahrenen Bundesligaspieler hier sprechen. Eher Regionalliga-Erfahrung, aber dort ist er echt nicht schlecht. Denn mit der Zweitbesetzung von Mainz 05 hat er 52 Spiele bestritten und ist letztes Jahr sogar deutscher A-Jugendmeister geworden. Also er hat schon mal einen Titel geholt. Bei diesen Spielen lief er auch schon teilweise als Kapitän auf. Also die Mannschaft wird dem Mann schon was zutrauen, sonst tritt man nicht als Kapitän in solchen Spielen auf. Das Krasse hierbei, er hat auch schon Nationalebene Erfahrungen sammeln können. Neben der A-Junioren-Bundesliga hat er auch 17 Einsätze in der Regionalliga und zählt seit 2020 zum Kader der U23 des DFB. Das ist schon mal eine ganz schöne Ansage. Außerdem bestritt er schon Spiele in der UEFA South League, unter anderem gegen den FC Barcelona und auch gegen Manchester City. Und die Jugenden dort, die sind wirklich eiskalt. Fun Fact, er hat in beiden Spielen jeweils gegen die Mannschaften auch noch getroffen. Und das ist Innenverteidiger. Laut Bildberichten soll er auch zuletzt in Dresden gewesen sein, um sich dort vermutlich auch das Trainingszentrum anzuschauen. Also so abwegig ist es absolut nicht. Und den neuen Innenverteidiger, den brauchen wir noch. Wir haben Böder, wir haben einen Bünning und wir haben Doha. Drei Verteidiger, ein vierter muss noch her. Ich würde es feiern, wenn er kommt. Denn sein Vertrag läuft zwar noch bis 2025, sein Marktwert beläuft sich aber auf nur 200.000 Euro, weswegen die Ablöse auch nicht allzu hoch ausfallen dürfte. Dazu kommt natürlich auch, dass auch ein Leihgeschäft in Frage kommen könnte. Ich bin da sehr gespannt und wir gehen direkt mal zum nächsten, denn das ist ein alter Bekannter, Niklas Kreuzer. Ich glaube, ich muss ihn nicht weiter vorstellen. 31 Jahre alt, Rechtsverteidiger aktuell bei Halle. Und es wäre bei Dresden kein neuer. Es wäre auch kein neuer Neuzugang. Er war schon bei Dresden. Ist wieder zu Dresden gekommen. Und aller guten Dinge, die sind bekanntlich drei. Und die rechte Außenbahn, die sieht ja auch nicht so doll aus bei uns, um ehrlich zu sein. In der vergangenen Saison hat er in 14 Partien 2 Vorlagen erzielen können. Sein Vertrag läuft aus und er ist gerade an einem Wechsel dran. Und ich hoffe, zum richtigen Verein. Und nun kommen wir mal zu meinem Vorschlag für die Offensive. Ich habe wieder einen jungen Stürmer mitgebracht. Hierbei geht es um Niklas Kastele. Ich glaube, er ist so richtig ausgesprochen. Ich habe es noch mit Namen. Seht mir nach, wenn er ein bisschen anders ausgesprochen wird. Niklas C. 21 Jahre alt, Mittelstürmer von Schalke, der Zweitbesetzung. Hatte aber auch schon bei der ersten Mannschaft von Schalke 04 sein Profidebüt absolviert. Und seine Stats, die sehen hammermäßig aus. Ich meine, in 17 Spielen 11 Scorer zu verbuchen, das ist schon echt nicht schlecht. Das heißt, Qualität ist schon da. Ein junger Stürmer, den würde ich mir bei uns auf jeden Fall noch wünschen, Freunde. Auch er hat noch einen Vertrag bis 2025. Sein Marktwert ist aber relativ gering, bei 125.000 Euro. Das heißt, auch hier wäre die Ablöse wahrscheinlich nicht allzu krass. Und wahrscheinlich auch noch im Budget der SGD mit inbegriffen. Und ich würde den Mann echt gerne sehen. Es wäre ein junger Stürmer, der viel drauf hat, aber gar nicht mal so viel kostet. Das wären die drei Spieler, die ich euch heute mitgebracht habe. Also zwei brandaktuelle und heiße Gerüchte und einen Vorschlag von mir, den wir gerne in den Kommentaren besprechen können. Schreibt mir eure Meinung rein, wenn ihr sagt, ja, den brauchen wir oder absoluter Quatsch. Und auch eure Vorschläge, darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch heute gefallen. Wenn es so ist, droppt nochmal einen Daumen nach oben, wenn ihr es nicht getan habt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ein Kommentar für den Algorithmus wäre nice. Ansonsten findet ihr hier noch weitere Videos von mir. Checkt die auch gerne ab und wir sehen uns dann sehr bald.